Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt und unser Thema heute, Sie können es sich vorstellen, an diesem grauen Novembertag, da hat man keine andere Chance, als mit anderen Gärtnern übers Gärtnern zu reden. Ich bin hier mit Thomas Schmid neben mir. Wer bist du? Was machst du? Ja, mein Name ist Thomas Schmid. Kennengelernt haben wir uns übers Bloggen. Ich betreibe einen Gartenblog als Hobby, florilegium.de. Bin allerdings mehr in der IT tätig, beschäftige mich mit E-Commerce-Themen, Suchmaschinenoptimierung, Webanalyse und ja, habe ursprünglich allerdings mal Biologie studiert. Drum ist mir die Liebhaberei für den Garten geblieben und so auch mein Gartenblog florilegium.de. Herzlichen Dank, aber wie hat sich das genau entwickelt? Also du hast mit Biologie angefangen, dann bist du in die Technik reingekommen und geht es jetzt so ein bisschen wieder zur Biologie zurück oder habe ich das falsch verstanden? Ich hoffe. Du hoffst, ja. Nein, es ist so, ich war Mitte der 90er mit dem Studium fertig und bin so in die Zeit reingerutscht, als das Internet gerade aufkam. Mein erster Job nach dem Studium war in einer Internetagentur. Ich hätte eigentlich als Redakteur anfangen sollen, bin aber gleich in die Programmierung und so kam dann ein Job zum anderen. Die letzten Jahre war ich dann für verschiedene Firmen tätig, um deren Webseiten zu betreuen. Und so über die Zeit ist dann doch der Wunsch immer größer geworden, doch wieder mehr mit dem Thema Biologie zu tun zu haben. Und so hoffe ich, dass ich mit Gartenthemen, Internet doch die Verbindung hinbekomme, das wieder zu schaffen. Ich habe mir florilegium.de angeschaut und habe gesehen, dass du gerne wanderst und häufig über Wanderungen berichtest. Das sind, glaube ich, auch die Berichte, die am meisten ankommen beim Publikum. Wie hat sich das entwickelt? Also ich nutze meinen Blog natürlich auch, um ein bisschen zu spielen, zu experimentieren, auch mit den Themen. Und ich habe festgestellt, obwohl ich die meisten Beiträge über Pflanzen sind, die Beiträge über Wanderungen, das sind die, die wirklich mit Abstand am meisten abgerufen, zugegriffen werden. Ja, und so lernt man dann eigentlich auch, was die Nutzer lesen, was die Nutzer wollen. Und eigentlich erstaunlich oder ein bisschen frustrierend, dass so die Garten- und Pflanzenthemen so ein bisschen hinten anstehen und ja, die häufigsten Themen eigentlich aus dem Bereich Ausflüge und Wanderungen kommen. Eine letzte Frage noch, was ist aktuell deine Lieblingspflanze? Aktuell die Lieblingspflanze? Ah, schwer. Muss ich jetzt tatsächlich so ein bisschen... Du musst dich entscheiden. Muss ich mich entscheiden, ja. Ist keine Pflanze. Ich experimentiere seit diesem Jahr mit einer eigenen Pilzzucht, was leider noch nicht funktioniert hat. Ich habe Holz beimpft mit Pilzen und hatte eigentlich gehofft auf eine reiche Ernte und bin bisher enttäuscht worden. Aber ich hoffe noch schwer, dass meine eingegrabenen Stämme im nächsten Jahr Shiitake und Austernpilze bringen werden. Herzlichen Dank, Thomas Schmid, und gute Ernte. Danke, gerne.